Guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht in dem folgenden Video um eine Borkenkäferbekämpfungsmaßnahme im Nationalpark Bayerischer Wald. Nun, was hat man sich darunter vorzustellen? Der Borkenkäfer im Nationalpark wird bekämpft und die Bekämpfung sieht so aus, dass man die befallenen Fichten fällt. Nun, wo hat diese Borkenkäferbekämpfungsmaßnahme stattgefunden? Sie fand hier statt, hier ist es mir aufgefallen, hier in diesem Bereich ungefähr, wo ich jetzt hier drauf zeige. Das ist vielleicht 1 Hektar, vielleicht 1,5, 2 Hektar groß. Gar nicht mal so besonders groß, aber man wandert da direkt durch und es sieht ziemlich rabiat und ruppig aus. Man sieht, in der unmittelbaren Nähe ist der Ruckowitzschachten, eine Waldwiese, und man wandert da hin und da wandern viele Leute hin, weil man kommt von da zum Falkenstein-Schutzhaus. Sie sehen hier ist das Falkenstein-Schutzhaus und der Falkenstein, ein sehr beliebter Berg und eine sehr beliebte Gaststätte im Nationalpark. Von wo wandert man da normalerweise hin? Also sehr viele Leute, ich auch, wandern vom Zwieseler Waldhaus los. Da kommt man mit dem Bus hin oder man parkt da mit dem Auto und dann wandert man einen Wanderweg, der ist gut ausgeschildert. Das ist entweder der E6 oder der Goldsteig, diese beiden Beschilderungen gibt es da. Und man wandert also diesen Wanderweg, E6 oder Goldsteig, den wandert man hier hoch. Hier. Und dann kommt man direkt durch diese Käferbekämpfungsmaßnahme, wo sämtliche Fichten gefällt worden sind. Kurze Zeit später ist man dann schon am Ruckowitzschachten und nochmal eine Stunde weiter ist man am Falkensteinhaus. Also, es geht gleich um diese Fläche hier, wo sämtliche Fichten gefällt worden sind. Schauen Sie sich's bitte an. Hier sehen Sie den Wanderweg, den Goldsteig bzw. den E6 und jetzt schwenke ich hinauf. Dort oben sehen Sie schon die Lichtung, da ist also dieser Ruckowitzschachten, diese Waldwiese. Und hier sehen Sie also diese Borkenkäferbekämpfungsmaßnahme. Ein Kahlschlag ist es nicht, rein forsttechnisch betrachtet, weil stehen ja noch Bäume, nämlich Buchen. Das war mal ein Mischwald aus Buchen und Fichten. Und die Fichten, die sind jetzt alle weg. Boah, die waren vom Borkenkäfer befallen und dann mussten sie gefällt werden. Was ist jetzt das Besondere an dieser Maßnahme? Warum hat man hier die Fichten gefällt? Was hat mich da geärgert? Nun, geärgert hat mich, dass ein paar hundert Meter weiter runter, also auf dem Wanderweg, da stehen die toten Fichten noch. Und zwar nicht nur eine oder zwei, die man vielleicht vergessen hat. Da stehen hunderte toter Fichten, die der Borkenkäfer gefressen hat. Ja, hier sehen Sie das. Hunderte toter Fichten. Fichten, die vom Borkenkäfer befallen sind. Man sieht das an der abgeplatzten Borke. Und viele Fichten sind auch schon umgefallen. Hier durften die Fichten in Ruhe sterben und da kann sich jetzt auch wieder die Verjüngung breit machen. Wie gesagt, hier durften sie sterben, aber weiter oben nicht. Hier sieht man übrigens wieder den Wanderweg, wie er da vom Zieseler Wald auskommt. Nun, jetzt sind wir wieder auf der Borkenkäferbekämpfungsfläche, wo alle Fichten gefällt worden sind, es stehen nur noch die Buchen. Ja, das hat mich verwundert, das hat mich irritiert, das hat mich auch aufgeregt. Warum auf der einen Seite Fichten fällen, warum hier alle Fichten weg und ein paar hundert Meter weiter, da stehen die alten Fichten noch und durften in Ruhe sterben. Das war für mich ein Widerspruch, das wollte ich aufklären. Da habe ich dann die Försterin angerufen, die Frau Silvia Pflug, das ist die neue Försterin hier in diesem Revier, und die hat mir das genau erklärt, wie es kommt. Die Fläche, die man hier sieht, das
war bis zum Jahr 2019 Entwicklungsfläche. Und auf einer Entwicklungsfläche, da muss der Borkenkäfer bekämpft werden. Da sind die Förster verpflichtet, da können sie gar nicht anders. Hier müssen die befallenen Fichten gefällt werden. Das war bis zum Jahr 2019 Entwicklungsfläche. Auf der anderen Fläche, da wo die Fichten noch stehen, das war damals schon 2019 Naturzone. In der Naturzone, da darf der Borkenkäfer fressen, da muss er nicht bekämpft werden und deswegen stehen die Fichten da noch. So, das sind jetzt übrigens Aufnahmen aus dem Jahr 2020, dieselbe Fläche wieder, wo der Borkenkäfer bekämpft worden ist. Aber jetzt im Jahr 2020 hat sich was geändert. Seit Ende 2019 ist diese Fläche Naturzone. Jetzt muss hier auch nicht mehr der Borkenkäfer bekämpft werden. Ja, und ein Zyniker würde jetzt sagen, da haben die Fichten aber Pech gehabt. Ein Jahr später, da hätten sie stehen bleiben können. Und so ist es in der Tat. Wenn die Naturzonenerweiterung schon ein Jahr früher passiert wäre, dann hätten die befallenen Fichten stehen bleiben dürfen. Dann wären sie nicht gefällt worden. Ja, man sieht hier, zu welchen Verrücktheiten diese Naturzonen- und Entwicklungszonenregelung im Nationalpark Bayerischer Wald führt. Die Försterin Frau Pflug, die war sehr froh, dass 2019 ihr Chef, der Herr Leibl, der Nationalparkchef, durchgesetzt hat, dass ein ganz großer Block in die Naturzone übernommen wird. Da muss sie jetzt nicht mehr den Borkenkäfer bekämpfen, aber für diese Fläche hier, da kam diese Naturzonenerweiterung leider zu spät. Ich kann Sie übrigens nur ermuntern, wenn Ihnen was spanisch vorkommt im Nationalpark, wenn Sie da was nicht kapieren, wenn Sie da einen Widerspruch entdecken oder was nicht verstehen, dann rufen Sie doch einfach auch an beim Nationalpark, zum Beispiel bei der Pressestelle. Da gibt es viele Leute, die Ihnen Rede und Antwort stehen, oder bei den Förstern. Die wissen Bescheid.